So, ich möchte euch hier das Werkzeug Scrapemol vorstellen. Ich möchte euch das vorstellen, damit ihr selber überprüfen und kontrollieren könnt, ob ein Molekül polar oder unpolar ist, ob es ein Dipol ist oder nicht. Und um das anzeigen zu können, gibt es hier einen speziellen Knopf. Dieser Knopf erzeugt eine Oberfläche, die, wie wir gleich in einem anderen Beispiel zeigen werden, eben andeuten, dann, wo ich den positiven und den negativen Pol habe. Jetzt ist bei CH4 das Ganze unpolar, weil es symmetrisch ist, deshalb ist das hier grün. Es gibt noch einen weiteren Knopf, der mir die Teilladung angibt. Und man sieht hier, dass es auch überall 0,0 ist, weil nach außen hin betrachtet heben die sich auf. Diese Teilladung. So, wenn ihr jetzt was anderes zeichnet, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man zeichnet hier in diesem 3D-Fenster, man kann das Molekül von allen Richtungen ansehen, indem man mit der linken Maustaste festhält und die Maus dann bewegt. Hier funktioniert es im Allgemeinen so, dass ich ein vorhandenes Atom ersetze. Zum Beispiel, wenn ich hier ein Sauerstoffatom dran haben möchte, dann wähle ich hier die rote Kugel auf, das ist ja eben die typische Farbe, die man für Sauerstoff verwendet, und klicke auf dieses weiße Wasserstoffatom drauf und dann wird das Ganze ersetzt. Hier drüben sieht man dann übrigens die etwas komprimierte Lewis-Schreibweise, also da sind die H's eben nicht in alle Richtungen gestreckt, sondern es wird eben die CH3-Gruppe, also C mit 3 H's hier, so angezeigt. Was man vielleicht auch mal probieren könnte, immer mal, ist das Optimieren. Die Seite ist übrigens auf Französisch, also die Tipps, die hier genannt werden. Aber ich erkläre das ja auf Deutsch, wie das funktioniert. Und dann wird hier die Lage korrigiert, teilweise auch da drüben. Nehmen wir mal ein neues Beispiel. Wenn man neu anfangen will, ist eine Möglichkeit einfach zu löschen, indem ich die Seite neu starte. Wir haben ja zum Beispiel ausprobiert, ob das ein Dipol ist oder nicht. Was man da machen kann, ist, dass man hier also den Stickstoff dann zum Beispiel auswählt und den einzeichnet. Ich habe ja gesagt, man ersetzt eigentlich immer Moleküle. Genauso kann man es hier machen. Man ersetzt Atome, indem ich hier auf das C klicke und dann habe ich Ammoniak, das Ammoniakmolekül. Dazu muss man generell wissen, hier ist jetzt kein H direkt vorgegeben. Das bedeutet, die H's, die werden automatisch ergänzt. Das heißt, wenn ich ein Molekül, ein Atom vorgebe, kriege ich immer die maximale Anzahl an H-Atomen ergänzt. Also zum Beispiel auch hier, wenn ich Chlorwasserstoff zeichne, kommt ein H dran. Wenn ich Sauerstoff für das Cl einsetze, kriege ich H2O, also Wasser, das Wassermolekül. Nehmen wir mal an, ich will CO2 zeichnen. Dann klicke ich hier drauf und ergänze jetzt ein O, indem ich zunächst mal einfach eine Bindung dran zeichne. Dadurch bekomme ich eine CC-Bindung, aber eben lauter H's dran. Jetzt ersetze ich mal das eine C durch einen Sauerstoff. Und ich versuche mal, das hat nicht geklappt. Gehen wir mal wieder hier hin und zeichne von hier aus wieder eine Bindung zur Seite. Dann ersetze ich wieder das eine C durch ein O. Wir optimieren mal die Lage, schön angeordnet und auch hier. Und wollen eine Doppelbindung jeweils einfügen, nämlich hier und hier. Und dann habe ich mein CO2 gezeichnet. So, hier ist jetzt in beiden es nicht ganz richtig gezeichnet.
Hier würde ich dann mal das Optimieren wieder anwählen und dann hat man eben das langgestreckte Molekül CO2. Und jetzt könnte man etwa Polarität ansehen. Und dann sieht man, dass ich einen Bereich hier außen habe, der so ein bisschen negativer ist. Ich kann mal kurz gucken lassen, was er berechnet. Also ein wenig ist hier die Teilladung bei minus 0,487, deshalb ist das da angezeigt und auch ein wenig in der Mitte. Aber da ich rechts und links diese Teilladung, negative Teilladung habe, habe ich keinen Dipol. Ich kann nicht sagen, das eine Ende ist so geladen, das andere Ende ist andersherum geladen und dann habe ich eben keinen Dipol. So kann man dann also jedes Molekül zeichnen und sich gleich auch anzeigen lassen, wie die Teilladung bzw. das sogenannte elektrostatische Potential ist an der Oberfläche des Moleküls. Apropos Molekül, noch eine Kleinigkeit. Wir gehen noch mal kurz zurück auf ein ganz einfaches Molekül CH4. Hier gibt es noch einen Knopf, den ich euch erklären möchte. Und zwar, wenn ich da drauf klicke, wird das CH4 ganz anders angezeigt. Das ist das sogenannte Kalottenmodell. Und zwar habe ich hier sowas wie die eigentliche Form der Atome. Man muss ja bedenken, die Atome, die sind ja bei solchen Molekülverbindungen so miteinander verbunden, dass gemeinsame Elektronen vorhanden sind. Das könnte jetzt hier zum Beispiel dieser Stab sein, der von den Kernen jeweils angezogen wird. Und ich denke, es passt bei dieser sogenannten Ball and Stick, also Kugel-Stock-Darstellung, am ehesten, dass man sagt, das sind also die Kerne und das sind die Bindungselektronen. Tatsächlich überlappen sich aber die Atome und man muss quasi sich dazu die kompletten Hüllen noch vorstellen. Und das ist quasi hier dargestellt. Das heißt, tatsächlich, jetzt habe ich noch was dazu gezeichnet und einen Fehler gemacht. Ja, was haben wir? Ah, wir haben hier einen Wasserstoff zu viel und dann ist es wieder okay. Das Wasserstoff- und Atom und das Kohlenstoffatom tun sich tatsächlich sehr stark überlagern. Also die Schalen, nicht natürlich die Kerne, aber die Schalen überlagern sich so und tatsächlich ist diese Darstellung im sogenannten Kalottenmodell im Gegensatz zu dem anderen, zum Kugelstabmodell, eigentlich sehr viel genauer. Und wenn man hier das einzeichnet, sieht man, dass die Oberfläche, die hier eingezeichnet ist, eigentlich im Wesentlichen auch diesem Kalottenmodell entspricht. So ist es ein bisschen besser dargestellt. Die Adresse für dieses Webtool Scriptmol ist unter dem Film in der Beschreibung hinterlegt oder für meine Schüler ist es auf der Seite direkt angegeben.